Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es mal um ätherische Öle. Du hast vielleicht schon auf den anderen Kanälen von Instagram oder Facebook gesehen, dass ich eben auch Aroma-Fachberaterin bin und ich liebe ätherische Öle und möchte dir jetzt in ein paar Videos mal so ein bisschen was über spezifische Öle halt erzählen. Zum Beispiel heute über die Pfefferminze. Pfefferminze kennst du ganz klassisch aus der Küche für den Pfefferminztee oder eben dann zum Kochen. Für, man gibt es ja in viele Salate rein oder auch in Süßspeisen, so After Eight, sowas in der Art, oder ins Eis oder halt ins Ratatouille. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Minzesorten. Ich habe jetzt alleine hier in meinem Garten 6 oder 7 Sorten. 4 habe ich dir mal hier rausgepackt. Das ist die ganz normale Pfefferminze. Dann habe ich eine Limonadenminze. Ich habe eine sogenannte Nana-Minze hier. Dann habe ich noch eine Schokoladenminze. Und dann habe ich noch ein paar mehr da hinten in meinem Garten drin. Aber es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge unterschiedlicher, ungefähr 30 bekannte größere Arten. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Unterarten und neue Kreuzungen. Und ja, geh einfach mal ins Gartencenter, da findest du allein schon 5, 6, 7 verschiedene Minzesorten. Ja, aber es geht ja heute um das ätherische Öl. Und zwar gibt es bei der Wasserdampfdestillation von der Pfefferminze, da werden hier die Stängel und die Blätter destilliert. Da entsteht einmal das etwas schwerere ätherische Öl und dann entsteht natürlich auch ein Pflanzenwasser, ein sogenanntes Hydrolat. Und da sind noch ganz, ganz viele Wirkstoffe dann drin, die eben in diesem Wasser dann eben auch noch weiter wirken. Aber es ist im Gesamten sehr viel milder. Und das ist auch gar nicht schlecht, denn so ein Hydrolat kannst du auch als Schwangere benutzen, wenn du sehr empfindlich bist. Und natürlich kann das dann auch für Babys oder Kleinkinder auch benutzt werden, während du aber bei einem ätherischen Minzöl darauf achten musst, aus welcher Minze das gemacht ist. Und da brauche ich jetzt einen Spickzettel, denn die Namen möchte ich dir natürlich auch richtig sagen. Da gibt es eben das Problem, dass viele Minzearten einen Bestandteil enthalten, das sogenannte Menthol, das eben gerade bei empfindlichen Personen und eben auch bei Babys und Kleinkindern zu Krämpfen beim Atmen führen kann. Und das ist ja überhaupt nicht gut. Deswegen solltest du also das ätherische Öl von der sogenannten Ackerminze oder der japanischen Minze nicht verwenden, wenn du schwanger bist oder eben ein Baby und Kleinkind im Haus hast. Genauso gilt das für Ada, die Spearmint-Minze. Die hat zwar ein ganz tolles Aroma, das wird auch oft in den Kaugummis verwendet, aber sollte eben auch erst ab so im Alter von 3 oder 4 Jahren verwendet werden. Auch das ganz normale Pfefferminzöl, dieses sogenannte Öl von der sogenannten Menta Piperita, ja, auch das bitte erst verwenden, wenn dein Kind ungefähr 4 Jahre alt ist. Ja, du kannst aber Alternativen finden, zum Beispiel die Bergamottminze oder Orangenminze wird sie auch genannt. Das ist die sogenannte Menta Citrata. Und die ist ganz mild und enthält eben nicht diesen Mentholgehalt. Ich möchte noch mal dazu erwähnen, dieser Mentholgehalt in dem bekannten ätherischen Öl von der Menta Piperita ist jetzt nur 50% so hoch wie in dem von dieser Ackerminze. Das ist schon, oder diese japanischen Minze, die ja viele auch kennen und bei Kopfschmerzen gerne verwenden. 50% weniger ist schon eine ganze Menge. Also wenn du selber sagst, oh, Pfefferminzöl ist zwar ganz toll, aber nicht so dieses ganz, ganz starke, dann weich lieber auf dieses ganz normale Pfefferminzöl aus. Ja, welche Wirkung hat denn jetzt die Pfefferminze? Eins ist ganz bekannt, Übelkeit. Pfefferminztee trinkt man halt oft, wenn es einem schlecht geht, wenn der Magen so voll ist und das Gefühl hat, oh, mir ist übel, dann wird gerne Pfefferminze getrunken. Also ein Pfefferminztee getrunken oder Pfefferminzblättchen auch gekaut. Man kann auch damit gurgeln, man kann damit auch ein schönes Gurgelsalz machen. Also einfach ein bisschen Salz nehmen und da einen Tropfen von dem Pfefferminzöl drauf tropfen und dann eben auf 100 Milliliter Wasser einen
ein Löffelchen, ein Teelöffelchen von diesem Gurgelsalz auflösen und dann kannst du damit gurgeln, entweder nur den Mund ausspülen, dann ist das erfrischend, oder auch den Hals gurgeln, dann ist es auch ein bisschen desinfizierend. Ne? Dann es ist ganz gut, wenn du so ein bisschen Wundgefühl im Rachen hast. Erfrischung, das kennen ja alle, weil da verbinden alle mit Pfefferminze. Und deswegen wird es auch ganz gerne empfohlen bei Fieber, dass man dann Wadenwickel macht. Allerdings ist da dieses ätherische Öl dann oft schon zu stark. Und dann kühlt die Person, bei der diese Wadenwickel halt gemacht werden, zu sehr aus. Da ist es dann besser, wenn man eben das Pflanzenwasser verwendet, das Hydrolat. Da gibst du dann eben etwas von diesem Pflanzenwasser in das lauwarme oder handwarme Wasser hinein und dann eben die Tücher damit tränken und machst dann den Fieberwickel. Das Hydrolat ist auch ganz toll, gerade bei so Hitzeballungen. Also entweder wenn so heiße Tage wirklich sind, was wir ja jetzt im Sommer oft haben, damit kannst du dich absprühen und das erfrischt. Oder aber in den Wechseljahren, wenn da halt wirklich so diese spontanen Hitzeballungen auftreten, sich damit ein bisschen einsprühen, das erfrischt dann auch sehr. Man kann aber auch das Pfefferminzwasser in normalen Trinkwasser verwenden und dann auch trinken. Also das ist dann auch ein erfrischendes Getränk für den Sommer. Ja, man kann aber die Pfefferminzöle natürlich auch verwenden bei Kopfschmerzen. Dann bietet es sich oft an, dass du dir entweder das wirklich auch in einer Kompresse irgendwie auflöst, also zum Beispiel auch ein bisschen Salz, mit ein bisschen Salz das auflöst und dir die Kompresse dann auf den Kopf legst, oder du machst ein Spray, dann wird das mit Alkohol dann gemischt, dann hast du ein Raumspray und dann kannst du natürlich noch andere Düfte da verwenden. Oder was auch schön ist, ist in einer Duftlampe oder in einem Duftbrunnen. Also ich mache das jetzt gerade ganz gerne im Sommer, wenn es so heiß ist, dass ich in den Duftbrunnen 1-2 Tropfen Pfefferminze und dann noch etwas Zitrone hineingebe oder Rosmarin und der sprudelt dann so vor sich hin den ganzen Tag. Und das ist wirklich immer sehr, sehr, ja, erfrischend. Und es ist auch diese Pfefferminze hier von Primavera, die ist jetzt auch nicht so stechend, die ist auch so ein bisschen süßlich irgendwie, also sehr, sehr schöner Geruch. Du kannst es natürlich auch in Öl auflösen oder mit Öl vermischen und Öl, Zitrone, und dann hast du ein belebendes Körperöl auch, oder du gibst es eben auch in ein Haarshampoo bei, so ein neutrales Haarshampoo oder Duschgel verwenden, dann eben je nach Rezept 1, 2, 3 Tropfen Pfefferminz, vielleicht dann noch was anderes. Gerade beim Haarshampoo kann man noch Rosmarin, Grapefruit oder vielleicht noch Zitrone dann dazugeben. Das ist dann auch ganz gut für die Haare und das macht dann eben auch noch wach und klar. Und Pfefferminz, dieser klare Geruch ist natürlich auch konzentrationsfördernd, also bietet sich auch sehr gut an für Büros oder für Räume, wo man eben, ja, wo die Kinder dann lernen, wenn sie nicht zu klein sind, wie gesagt. Ja, das war es jetzt so über die Pfefferminze. Wo habe ich denn meine Blättchen jetzt hier liegen? Da sind sie, meine unterschiedlichen Minzsorten, und mit denen gehe ich jetzt rein. Mach mir jetzt gleich noch einen schönen Pfefferminztee. Tschüss, macht's gut.